Also ein sehr heikler Punkt betrifft die öffentliche Daseinsvorsorge. In Freihandelsabkommen, aber auch insbesondere beim TTIP sind dann mal alle Dienstleistungen, alle öffentlichen Dienstleistungen erfasst. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht über all die technischen Ausnahmebestimmungen im Zusammenhang mit Marktzugang, Inländergleichbehandlung, Subventionen, aber auch Beschaffungswesen diskutieren. Denn hier ist das Problem, dass grundsätzlich all diese komplizierten Ausnahmen von den unseren Handelspartnern in Frage gestellt werden können und, so wie wir gesehen haben, in bereits stattgefundenen Verhandlungen auch grundsätzlich in Frage gestellt werden. Insofern, die Ausnahme der öffentlichen Dienstleistungen darf auf keinen Fall darauf reduziert werden, dass es sich hier um eine kleine technische Ausnahme handelt. Öffentliche Dienstleistungen sind keine Ware, die gehandelt werden. Das muss klipp und klar dargestellt werden. Und insofern wäre aus unserer Sicht eine breite, klare und rechtssichere Ausnahme notwendig. Aber eine solche habe ich bislang in Freihandelsabkommen noch nicht gesehen. Ein anderer wesentlicher Punkt, der uns sehr besorgt, betrifft jetzt die Arbeitnehmerentsendungen. In der technischen Sprache von Freihandelsabkommen wird das Mode 4 genannt. Dabei geht es darum, dass Unternehmen Arbeitnehmer von einem Land in ein anderes Land entsenden können. Der Aufenthalt dieser entsendeten Arbeitnehmer ist gewöhnlich sehr kurz. Damit hat das zur Folge, dass die versendeten Arbeitnehmer sehr abhängig von ihren Arbeitgebern sind. Und wir sehen in der Praxis, dass die Arbeitnehmer meist schlecht bezahlt sind, viel schlechter als eigentlich laut Kollektivvertrag vorgesehen. Und es geht oft so weit, dass sie sogar unter sehr inhumanen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Was hat das mit TTIP zu tun? Hier gibt es eben, soll es auch Verpflichtungen geben, bestimmte Arbeitnehmer versenden zu können. Aber gleichzeitig ist es so, dass im Abkommen nicht vorgesehen ist, dass im Fall von Arbeitsrechtsverletzungen es auch eine Möglichkeit gibt, dass sogenannte Verwaltungsstrafen dann auch vollstreckt werden können. Und ich sehe es genauso wie bei den Dienstleistungen. Arbeit ist keine Ware, die gehandelt werden kann. Und insofern müssen sowohl die öffentlichen Dienstleistungen, aber auch eine Liberalisierung der Arbeitnehmerentsendung ausgeschlossen werden.